Vor kurzem habe ich einen Rewatch von Star Trek Deep Space Nine vollendet. Und bei der Gelegenheit habe ich mir auch ein Video von Steve Shives, welches dieses hier inspirierte, nochmal zu Gemüte geführt. In seinem Video sprach Steve über einen der vielen interessanten Charaktere, die Deep Space Nine hervorgebracht hat, Legat Damar, und stellte die These auf, dass Damar Star Treks Version eines guten Nazis ist. Wenn ihr mit Star Trek vertraut seid, schaut euch das Video unbedingt an. Bevor ich erkläre, was das mit Harry Potter zu tun hat, lasst mich klarstellen, dass Severus Snape einer der interessantesten Charaktere der Reihe ist und Alan Rickmans Darstellung eines der Highlights der Filme, auch wenn diese Snape wesentlich mehr romantisieren, als es die Bücher taten. Und jeder, der sich einem Faschisten widersetzt, egal aus welchen Gründen, beweist großen Mut. Snapes Position erforderte, dass er regelmäßig einen Menschen anlog, der literally Gedanken lesen konnte. Aber das macht es auch zu leicht zu vergessen, dass Snape von Anfang bis Ende ein schrecklicher Mensch war. Und von einem Ausgleich seiner Taten als Todesser kann man auch nicht sprechen, weil er sich darum nie bemüht hat. Wenn wir beim Anfang beginnen, wird Snape den Großteil von Stein der Weisen lang als falscher Fährte gelegt, um von Quirrell abzulenken. Das funktioniert nur, weil Snape trotz aller tatsächlichen und angeblichen Sinneswandel immer noch ein Misanthrop ist, der bei jeder Gelegenheit seine Machtposition über ihm anvertraute Minderjährige ausnutzt. Ich könnte es durchgehen lassen, wenn Snape nur einen wunden Punkt hätte, was Harry und dessen unmittelbares Umfeld angeht, weil Snape jedes Mal, wenn er in Harrys Gesicht sieht, wieder der schüchterne Junge ist, den James Potter gnadenlos und vor aller Augen gemobbt hat. Aber Harry ist bei weitem nicht der Einzige, der Snapes Schikanen erdulden muss. Nicht mal Slytherins sind davor sicher, wenn sie Snapes geliebtes Fach Zaubertränke nicht ernst nehmen, auch wenn das die offensichtliche Bevorzugung der Schüler seines Hauses nicht schmälert. Dass eine Schule, an der Minerva McGonagall stellvertretende Schulleiterin ist, das nicht unterbindet, will mir ohnehin nicht in den Kopf. Und wenn Snape egal wäre, wer eine Leistung erbringt, hätte Hermine spätestens ab dem Moment seinen Respekt gehabt, als er erfuhr, dass sie in ihrem zweiten Jahr erfolgreich und ohne Unterstützung einen Vielsafttrank gebraut hat, den selbst viele erwachsene Hexen und Zauberer nicht hinbekommen. Der vielleicht größte Sargnagel dürfte aber die Irrwicht-Szene im Professor Lupins Unterricht sein, in der wir erfahren, wie viel Angst Snape in Neville hervorruft. Und es tut mir leid, aber wenn du die größte Angst eines Jungen bist, dessen Eltern in den Wahnsinn gefoltert wurden, hast du nicht nur was falsch gemacht im Leben, du machst immer noch alles falsch. Was die Todesser angeht, sollten wir auch nochmal klarstellen, dass sie ganz klar dem Ku Klux Klan und in mancher Weise auch der SS nachempfunden sind, sowohl in Gesinnung als auch im Aussehen. Ersteres ist für uns als Europäer vielleicht etwas zu weit weg, um diese Verbindung auf Anhieb ziehen zu können, aber diese Parallelen sind alles andere als subtil. Wir haben hier einen Neonazi-Personenkult vor uns. Als solche Gruppierung werden sie auch in-Universe behandelt, sodass die Beschwörung eines dunklen Mals ähnliche Reaktionen hervorruft wie das Besprühen einer Synagoge mit einem Hakenkreuz. Shives definiert für sein Video den Begriff guter Nazi als einen Charakter, der ein Nazi ist oder war, aber aus irgendeinem Grund begonnen hat, gegen die Nazis zu arbeiten. Dies kann sowohl aus der Position, die der Charakter innerhalb der Organisation innehat, geschehen, oder indem er seine Position aufgibt und offen einer Widerstandsgruppe beitritt. Snape geht glatt so weit, beides zu tun, sodass außer Dumbledore niemand weiß, auf wessen Seite er wirklich steht. Eine Gemeinsamkeit dieser Charaktere ist auch eine Liebe zum Vaterland. Das ist hier schwierig, weil es den Todesser nicht wirklich um eine Vormachtstellung der britischen Zauberer geht, sondern um die Dominanz von Zauberern über ihre nicht magischen Mitmenschen sowie die Vernichtung von unreinen Zaubererfamilien. Snape passt hier insofern rein, dass er die Muggel verabscheut, sehr wahrscheinlich aufgrund seiner Daddy-Issues. Dies mündet darin, dass er sich den Todessern anschließt und dabei die Liebe seines Lebens, Lily Evans, vergrault. Hierbei muss ich anmerken, dass Snape dies freiwillig getan hat und selbst seine Liebe zu Lily nicht Grund genug war, die Ideologie der Todesser abzulehnen. Ebenso wie sie nicht reichte, um Harry nicht für die Fehler seines Vaters zu bestrafen. Ein weiteres Merkmal ist eigentlich auch, dass etwas den Charakter dazu veranlasst, seine Rolle innerhalb der Organisation und die Ziele der Nazis als Ganzes zu hinterfragen. Ein reales Beispiel wäre Stauffenberg, der sah, wie der Zweite Weltkrieg Deutschland schadete. Hier muss aber auch deutlich gemacht werden, was einen guten Nazi von Charakteren mit einem Redemption-Arc unterscheidet. Der gute Nazi hat zwar die Seiten gewechselt, aber er hat nicht aufgehört, ein Nazi zu sein. Stauffenberg hat sich aus patriotischen Gründen gegen Hitler und dessen Regime gewandt, aber keineswegs aus ideologischen. Umso bitterer ist es, dass wir von all den Widerstandskämpfern und gescheiterten Hitler-Attentaten ausgerechnet Stauffenberg offiziell gedenken, so als hätten wir unter 42 Versuchen nicht genug Auswahl. Snape ähnelt Stauffenberg insofern, dass er Voldemort ebenfalls nicht aus ideologischen Gründen hinterging. Der einzige Grund, wieso Voldemort Snapes Loyalität verlor, ist der Tod von Lily Potter durch Voldemorts Hand. Wenn man das beachtet, ist es auch nicht überraschend, dass sich Snape zu keinem Zeitpunkt von der Ideologie der Todesser oder seines Hausgründers Salazar Slytherin distanziert. Weder öffentlich, wie es zum Beispiel die Malfoys taten, noch privat gegenüber Dumbledore oder Mitgliedern des Phönixordens. Anders ausgedrückt,
Snape hat Voldemort nicht aus Überzeugung verraten, sondern aus purem Trotz. Purer Trotz fasst an diesem Punkt wahrscheinlich auch die Persönlichkeit von J.K. Rowling gut zusammen. Es heißt ja, dass Autoren grundsätzlich Aspekte ihrer Persönlichkeit in alle ihre Charaktere einfließen lassen, aber es ist erschreckend, wie sehr sie inzwischen Snape charakterlich ähnelt. Ich erinnere mich noch, wie sie vor der Präsidentschaftswahl 2016 Donald Trump mit Voldemort verglich und einer Person, die ankündigte, ihre Bücher verbrennen zu wollen, weil sie sich gegen Trump positionierte, antwortete, dass sie eine ganze Buchreihe über den Aufstieg und Fall eines Autokraten geschrieben hat. Umso trauriger ist, wie sehr sie sich in den letzten Jahren radikalisiert hat, bis hin zur Leugnung von den Essverbrechen gegen Transpersonen. Man kann ja schließlich keine Verbrechen gegen eine Gruppe begehen, die nicht existiert, right? Wenn Rowling und Snape eines gemeinsam haben, dann, dass sie schwierig einzuordnen sind, weil Moral eben keine Plus-Minus-Rechnung ist. Das ist aber ein Problem für Menschen, weil wir sowohl mit Freunden als auch mit Feinden umzugehen wissen. Menschen, die sich dieser Kategorisierung entziehen, wirken somit auf uns gefährlicher als diejenigen, die sich offen gegen uns positionieren. Und dies verleitet uns manchmal dazu, die positiven Leistungen und Eigenschaften eines Menschen in den Vordergrund rücken zu wollen, egal wie unpassend dies ist. Rowlings Unterstützung für die Ukraine oder ihre Aussprache gegen Trump gleichen weder ihre aktive Arbeit gegen die Rechte von Transpersonen aus, noch macht diese ihre sonstige wohltätige Arbeit ungeschehen. Nichtsdestotrotz wird dies ihr Vermächtnis beflecken, sowie ihre jüngste Beteiligung an der Hasskampagne gegen die Olympiateilnehmerin Imane Khelif, die nicht mal trans ist. Sie ist eine Frau und war es schon immer. Hätte Rowling Prinzipien, Rückgrat oder ein Gewissen, hätte sie sich zumindest mal dafür entschuldigt, dass sie als Expertin nicht in der Lage war, eine Frau als solche zu erkennen. Und ja, es steht noch im Raum, ob Khelif abweichende Chromosomen hat, aber die Existenz von intersexuellen Menschen passt erstens ohnehin nicht in das Weltbild von Transphobes, genauso wenig wie die Existenz von Halblütern und muggelstämmigen Zauberern in das Weltbild von Todessern passt, und zweitens macht das die ganze Sache nicht richtig. Ebenso macht Snapes Wandel nicht die Verbrechen ungeschehen, die er begangen hat oder bei denen er Komplize war. Und obwohl die Bücher hier nicht konkret werden, müssen es mit Blick auf Snapes Nähe zu Voldemort viele gewesen sein. Der Mann hat immerhin als Teenager einen eigenen Zauber entwickelt, um Menschen zu verstümmeln, gab Informationen weiter mit dem Wissen, dass dies zum Tod eines Kindes führen würde, und selbst nach seinem Seitenwechsel wollte er Lupin und Black den Dementoren ausliefern und zusehen, wie diese ihre Seelen snacken. Ein Akt, der Menschen, die nur Zeuge davon werden, wahnsinnig machen soll. Ich könnte weitermachen, aber es sollte klar sein, dass Snape ein schrecklicher Mensch ist und es ist ihm völlig egal. Aber während Snape in jedem Feld, mit dem er sich befasst, enorme Kompetenz beweist, scheint Rowlings Verständnis vieler Themen, mit denen sie sich befasst, mindestens unvollständig. Und so kommt es, dass sie im einen Atemzug die korrekte Entscheidung traf, dass Snape sterben muss, weil ein guter Nazi am Ende des Tages ein toter Nazi ist, aber im nächsten entschied, dass es zum Charakter von Harry Potter passen soll, sein Kind nach diesem Mann zu benennen. Und wie Snape ist Rowling nicht nur egal, welchen Schaden sie angerichtet hat und jetzt noch anrichtet, sie ist genauso stolz darauf.